hier sind, dass Sie zuhören, dass Sie einem Wissenschaftler Ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Das, was Herr Maske eben gesagt hat, ist für uns eine Riesenherausforderung, noch viel mehr als für Sie. Nämlich unsere Forschungsprojekte dauern in der Regel 1, 2, 3 Jahre. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir heute überlegen, wir beschäftigen uns mal mit den nächsten 1, 2, 3 Jahren mit einem speziellen Thema und kriegen das Ergebnis nächstes, übernächstes oder überübernächstes Jahr heraus, dann muss das ein ganz besonderes Thema sein, damit Sie mich nicht auslachen. Irgendwann, wenn ich dann die Ergebnisse vorstelle. Deshalb mache ich das ganz einfach heute und stelle Ihnen gar keine Ergebnisse vor, sondern präsentiere vor allen Dingen Fragen. Das, was Herr Maske gesagt hat, ist richtig. Ich versuche, Ihnen hier einen Rahmen zu bauen. Das ist das Ergebnis unseres Think Tanks, unseres Think Labs, das wir seit 1,5 Jahren inzwischen an der Universität Münster haben. Das ist eine Kooperation, die sich explizit auf das Thema Social Media bezieht, die wir vom Marketing Center der Universität Münster gemeinsam mit Roland Berger ins Leben gerufen haben und die eben explizit sich mit Fragen und Fragen zum Thema Social Media beschäftigt. Ich habe den Vortrag vor relativ kurzer Zeit nochmal ganz umgestellt, und zwar vor dem Hintergrund einer großen Veranstaltung, die wir gemacht haben. Groß, nicht im Sinne der Teilnehmerzahl, sondern im Hinblick des intellektuellen Inputs, den wir bekommen haben. Wir hatten eine Veranstaltung, wo 25 Wissenschaftler aus der ganzen Welt zu uns gekommen sind und wir mit denen über genau diese Dinge diskutiert haben, was denn Social Media eigentlich für einen Wert schaffen kann und wie man das gestalten sollte. Und genau das das konnte ich nicht ignorieren. Ich habe jetzt versucht, diese Dinge auch in meine Präsentation einzuarbeiten und werde Ihnen dann einige vorläufige Zwischenergebnisse präsentieren, was wir Wissenschaftler denn so wissen und was wir glauben zu wissen. Und bin natürlich wie immer in dem Bereich, wir arbeiten eben mit vielen Unternehmen zusammen, sehr interessiert über ihr Feedback und lebe sozusagen auch davon, den Input aus Ihrem Unternehmen zu bekommen, denn ich bin zwar auf Facebook, ich bin auch bei Google Plus und Twitter manchmal, aber da haben Sie in der Praxis natürlich deutlich mehr Erfahrung, klar. Ich habe den Titel noch ein bisschen geändert. Wichtig war für mich, dass ich noch den Begriff Wertschöpfung einbaue, denn das ist das, worüber ich jetzt sprechen werde, noch konkret. Ich werde über Flipper sprechen, das ist richtig, die bleiben auch drin, die stehen auch da und die bleiben auch drin, aber ich werde vor allen Dingen darüber sprechen, was denn Flippern mit Wertschöpfung zu tun hat und wie wir Unternehmen oder wie Unternehmen durch Social Media Werte schaffen können. Falls Sie sich unprepared fühlen, sind Sie nicht alleine. Sie kennen vielleicht diese Studie von IBM, eine sehr, sehr große CMO- und CEO-Befragung, wo man gefragt hat, wo fühlt ihr euch underprepared, gibt es keinen, unpräpariert. Social Media ist Platz 2, 68% der befragten Leading Thinkers fühlen sich unpräpariert, und es gibt nur noch das Thema Data Explosion, was das schlägt, und das hat, wie Sie wissen, da werde ich auch noch kurz drauf eingehen, auch natürlich etwas mit Social Media zu tun, denn wo explodieren denn die Daten? So viel dazu. Also wenn Sie hierher gekommen sind, zumindest eins kann ich Ihnen geben: Solidarität mit anderen. Sie sagten, jedes Jahr, jedes Vierteljahr, jedes Halbjahr oder jeder Monat im Grunde muss die Präsentation geändert werden, muss das Wissen neu erfunden werden, eine Halbwertszeit gibt es nicht. Was ich mache, ich begegne dem mit einem Schritt zurück in die Vergangenheit. Ich habe mich mal gefragt, wie ist das eigentlich mit Marketing? Was ist eigentlich die Rolle von Marketing im Unternehmen? Wie schafft eigentlich Marketing klassischerweise Wert? Und Sie wissen, dass Münster in Deutschland der Platz ist, zumindest sagen wir das so, und das ist auch was dran, wo Marketing zumindest in der akademischen Welt erfunden wurde, durch den Kollegen Meffert. Der Gedanke ist, Marketing führt das Unternehmen gewisserweise. Das ist nicht immer der Fall, das wissen Sie auch selbst, das ist in vielen Fällen ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube, dass diese Sichtweise sehr viel Sinn hat und dass sie uns helfen kann, Social Media zu verstehen. Ich will noch mal ganz kurz, das wissen Sie alle, diese klassische Sichtweise referieren. Der Konsument steht im Mittelpunkt, das ist der Gedanke des Marketing. Das Marketing ist eine Schnittstellenfunktion, das die Organisation mit diesem Kernakteur, dem Konsumenten, in Verbindung bringt und hier durch aktive Marktbearbeitung, so haben wir das immer genannt in unseren Vorlesungen, entsprechend dann den Kunden dazu bringt, Dinge zu tun, die wir gerne möchten. Ist der Konsument aktiv? Naja, in unseren klassischen Lehrbüchern, so werden Sie das alle auch gelernt haben, ist er eigentlich nicht so richtig. Das Einzige, was wir aktiv vom Konsumenten haben, ist, wir haben ihn immer befragt. Ja, und dann musste er ja was sagen. Wenn ich Sie sage, so jetzt sagen Sie mal was, dann sagen Sie was meistens. Man muss ihn vielleicht noch bezahlen dafür, aber irgendwann. So kennen wir das, so haben wir das gelernt. Die Organisation, das waren alle anderen Bereiche im Unternehmen außerhalb des Marketing, die war immer schon integriert, die musste dann gemeinsam mit dem Marketing eben Wertschöpfungsprozesse strukturieren. Häufig ist es so, dass wir Marketingleute zwar sagen, so muss es sein, aber niemand auf uns mehr hört und sagt, nee, nee, geht mal weg da aus diesem Bild. Aber das ist das klassische Bild Wertschöpfung durch Marketing als Unternehmensführungskonzept. Wenn ich jetzt das ins Zeitalter von Social Media übertrage, dann steht der Konsument weiterhin da, wo er immer stand, im Mittelpunkt. Jetzt ist er allerdings aktiv geworden, das haben Sie schon angesprochen. Ich nenne ihn jetzt mal den Social Media Akteur. Und es gibt im Bereich Marketing, Marketing hat weiterhin diese Schnittstellenfunktion zum Unternehmen. So wird geschaffen. Und was jetzt passiert, diese neue Aktivität, diese Social-Media-Akteursrolle des Konsumenten beeinflusst, wie wir es sehen, drei zentrale Bereiche des Marketing. Das ist der Bereich CRM, Customer Relationship Management, Branding, also die Markierung und die Distribution, den Sales-Bereich. Natürlich gibt es auch weiterhin die anderen Marketing-Aktivitäten, die will ich überhaupt nicht negieren, um Gottes Willen. Allerdings gibt es dort weniger Bedeutung, weniger Veränderung durch Social-Media-Aktivität. Und natürlich gibt es weiterhin die Organisation. Und eine zentrale Herausforderung wird es sein, die Veränderung, die der aktive Konsument als Social-Media-Akteur für das Unternehmen mit sich bringt, dass diese Veränderungen im Bereich Branding, CRM und Sales eben nicht auf der Marketing-Ebene bleiben, sondern tatsächlich Konsequenzen für die gesamte Organisation haben. Darauf gehe ich gleich dann entsprechend noch ein. Also diese Koordinationsfunktion bleibt, die Frage ist, sie muss anders ausgestaltet werden. Strukturvortrag, ich beschäftige mich mit dem Konsumenten zunächst, was wissen wir über den Konsumenten, was ändert sich, gehe dann die drei Bereiche, CRM, Branding, Sales durch, da spreche ich, das ist der Begriff, den Sie unter wahrscheinlich Social Commerce kennen, zumindest ist das, was mir zurückgespielt worden ist, das ist das Schlagwort in dem Bereich. Und dann spreche ich am Ende über die Frage, was das denn für die Organisation bedeutet. Ich will zunächst etwas sagen zum Konsumenten. Hier wurde eben schon von mir, aber auch von meinen beiden Vorrednern angedeutet, dass wie radikal sich das ganze Umfeld eben verändert hat. Hier ist ein Zitat, eines von vielen, von Michael Linton, dem gegenwärtigen Sony Pictures-Chef, der eben, finde ich, den Kern trifft und sagt, meine Güte, wie hat das alles, damals gab es noch MySpace, das ist also ein frühes Zitat, sozusagen, das hat drastisch die Art verändert, wie wir als Konsumenten unsere Umwelt, die Welt um uns herum wahrnehmen, ja, und verstehen. Und das sehe ich als zentral an. Wenn ich jetzt, wir haben lange gesucht nach einem Bild, was sich eigentlich verändert hat, und unser Bild ist folgendes. Das ist das klassische Marketingmodell. Wir haben jeder dieser Pins steht für eine Zielgruppe. Marketing hatte die Aufgabe, eine Bowlingkugel so zu gestalten, dass sie möglichst effektiv diese Pins abräumt. Wenn diese Pins abräumen, kommt Geld nach Hause. Klassisches Modell. Jetzt können Sie natürlich sagen, naja, halt mal, Zielgruppen sind viel mobiler, die bewegen sich und die Bahn ist nicht linear und so weiter, haben Sie alles recht. Und natürlich, wie jedes Bild, ist dieses Bild auch ein bisschen schief und macht das alles viel zu einfach. Richtig. Aber der Gedanke ist, der Kunde ist passiv, steht eigentlich da, wo er steht und den müssen wir jetzt richtig treffen mit der richtigen Werbemaßnahme. So ist das Gedanke. Marketing als Bowling. Was passiert? Ich lese mal jetzt, dann brauche ich nicht so hart zu arbeiten hier. Lese ich von mir selbst vor. Wir haben irgendwo geschrieben, die gravierende Veränderung ist, dass Kunden die Marketingaktivität des Unternehmens nicht mehr nur aufnehmen, sondern in vielen Fällen via Social Media selbst aktiv werden. Und zwar auf eine Weise, die weithin sichtbar ist und die Wirkung der ursprünglichen Maßnahme sowohl in Bezug auf ihre Richtung als auch in Bezug auf ihre Intensität radikal verändern kann. Dieses Boning-Modell funktioniert so nicht mehr. Und es gab ein großes Meeting, wo wir eine Gruppe an Wissenschaftlern lange intensiv diskutiert haben, was ist das bessere Bild, was ist das neue Bild. Und das steht im Titel des Vortrags und steht im Titel der Präsentation. Wir glauben, dass das Flippern, das Pinball-Bild das Richtige hier ist. Was wir jetzt sehen, ist, dass immer weiter die Unternehmen den Stimulus ins Spiel bringen. Das ist nur keine Bowlingkugel mehr, sondern es ist jetzt ein Flipperball, den ich in diesen Automaten, in dieses Automatenumfeld hineinspiele. Ja. Und was dann passiert, da fällt keiner um, sondern passiert ist, da gibt es Bumper, da gibt es Slingshots, ja, und die fälschen, multiplizieren, ändern die Laufbahn dieser Kugel. Die geht plötzlich in alle Richtungen, Sie kennen das und sagen, was haben die gemacht, was ist da passiert, da ist das und das passiert, über Twitter, über Facebook, über YouTube und so weiter. All das passiert dort. Was bedeutet das? Dritte zentrale Implikation, drittes zentrales Bild, was ich daraus ziehe. Was bedeutet das für das Unternehmen? Was macht das Unternehmen? Es gibt diesen Ball hinein, aber natürlich muss es auch diese Regler bedienen können, diese Flipper-Regler. Und das ist für uns sozusagen das neue Bild, was muss der Marketer heute können? Er muss diese Flipper spielen können, er muss halt diese Flipper bedienen können. Und das bedeutet nicht zuletzt auch sehr stark reagieren zu können. Das Ganze ist chaotisch, was da passiert in vielen Fällen. Sie werden das erlebt haben in Ihren Unternehmen, dass es chaotisch ist. Nun ist Chaostheorie das wird häufig missverstanden, wird häufig als Zufallstheorie betrachtet, ist es nicht. Ja, Sie können solche Prozesse, die chaotisch sind, sehr wohl verstehen und Sie können solche Prozesse, und das ist wichtig, Sie können angemessen darauf reagieren und darum geht es, glaube ich. Wie kann ich mich rechtfertigen, dass ich ein altes Beispiel nehme, indem ich erkläre, es ist eines der ersten gewesen. Indem ich Ihnen sage, nochmal kurz, das ist das, wir kennen das alles, was Konsumenten da draußen machen, was macht der aktive Konsument. Dove hat den Fund for Self-Esteem gegründet, Sie kennen diese nicht typischen Damen, die auf den Postern zu sehen sind, das sind die Damen, die wir auch zu Hause haben. So, nicht alle. Die eben anders aussehen als die Damen, die üblicherweise auf den Postern aussehen. Und hier erzählt Ihnen da, warum die auf den Postern so anders aussehen als die wirklichen Menschen. Ich versuche das mal. Weil alles gefaked ist und nichts ist echt und so weiter. Kernaussage, die Wirklichkeit ist verzerrt. Unsere Wahrnehmung von Schönheit ist verzerrt. Wir müssen wieder die wahre Schönheit entdecken in uns. Das ist natürlich etwas, was, gerade wenn das ein großer Konzern macht, auffordert zu Kommentaren. Damals mehr als 14 Millionen, das war in den Urzeiten von YouTube, haben das gesehen. Und aktive Konsumenten haben gesagt, naja, das sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Das ist eines dieser Videos dazu, wo jemand die gleiche Geschichte erzählt, allerdings in eine etwas andere Richtung. Die Kernaussage dieses User-Generated Spots ist, Mensch, ist doch super, dass unsere Wahrnehmung von Schönheit verzerrt ist. No one wants to look at ugly people. Sozusagen die Kernaussage davon hat genauso viele Likes und Klicks und so weiter bekommen. Und natürlich wissen Sie, dass heute das Netz da draußen, die Welt, die digitale Welt voll ist mit genau solchen Dingen. Parodien, Spoofs, Mashups, meine Güte, wahrscheinlich kennen Sie schon wieder 1000 neue Konzepte, die viel moderner sind als Mashups. Ich bin schon stolz, dass ich Mashups kenne. Ja, und wenn Sie sehen, ich habe mal hier bei YouTube einfach nur nach Parody und Spoof geguckt, es gibt jeweils 182 Millionen, 60 Millionen, 154 Millionen entsprechende Hits, trotz unscharfer Suche ist das ganz interessant. Nun natürlich sind Konsumenten auch außerhalb von YouTube aktiv. Studie von Forrester Research, 500 Milliarden Word-of-Mouth-Impressions nennen die das, also Produktbewertungen im Netz. Und sehr nett finde ich auch diese Aussage, sozusagen Wikipedia, Sie wissen natürlich, die rein user-generated ist, sozusagen würde, wenn man sie dann drucken würde, jedes Buch, allein die Druckkosten, allein die Papierkosten würden 175.000 Dollar kosten. Ja. So viel sozusagen zu dieser aktiven Rolle des Konsumenten. Was wissen wir sonst über Social-Media-Konsumenten? Wer ist aktiv? Kernerkenntnis, eigentlich sind inzwischen alle aktiv. Studien, vor allem Psychologen, gucken sich an, wie unterscheiden sich dennoch Nutzer, aktive Nutzer von Facebook, anderen Social-Media-Kanälen, von Leuten, die da nicht aktiv sind. Sehen hier, das sind einzelne Persönlichkeitsmerkmale, aber eigentlich ist das alles nicht so richtig wichtig. Im Kern, schön finde ich, geringe Gewissenhaftigkeit. Also Leute mit geringer Gewissenhaftigkeit sind sehr aktiv in Social Media, was auch erklärt, dass so viele Tippfehler da sind. So, für mich jedenfalls. Warum nutzen Konsumenten Social Media? Das sind die zentralen, das wurde auch schon angedeutet, sind die zentralen wissenschaftlich fundierten Werte, Socializing, also soziale Benefits, die ich bekomme, Information, kognitive Benefits, Informationsverhalten, Entertainment, ich mache das, um Entertainment zu haben, und dieses Self-Status-Seeking. Ich vergrößere sozusagen meinen Selbstwert dadurch, dass ich Ihnen was erzähle und dass ich aktiver Teil dieser Reihe bin. Wir haben vor kurzem versuchen eine Antwort zu geben auf die Frage, wann und warum oder wann beeinflusst Social Media Kaufverhalten, haben wir einen großen repräsentativen Survey gemacht, der im Moment noch sozusagen in the making ist, der Bericht, wo wir sagen, ungefähr 8% der Kaufentscheidungen werden in Deutschland durch Social Media erklärt. Das hört sich nicht so viel an, ist aber genauso viel wie TV. Besonders stark überrascht Sie auch nicht, dass Social Media bei jüngeren Personen aktiv ist oder stark vertreten ist und eben Leute, die Social Media Kaufentscheidungen beeinflusst werden, von jüngeren Personen und von Leuten, die extrem aktiv sind im Bereich Social Media generell und sehr mobil. Zweites Kapitel, Kundenbeziehungen. Jetzt ändern sich daran, wie kann man Wert schaffen? Wir haben den Konsumenten ein bisschen uns angeguckt, der ist aktiv, der ist im Zentrum dieser Flippermaschine. Was kann man machen? Ich gehe jetzt schnell durch die drei Bereiche Beziehungsmanagement, Branding und Sales. Kundenbeziehungen. Zwei Aspekte sind für mich die zentralen Herausforderungen, wenn ich Social Media an das Kundenbeziehungsmanagement stelle. Erstens, ich muss versuchen, die ganzen Daten zu nutzen. Social Media generiert wahnsinnig viele Daten und ich muss versuchen, die zu nutzen. Big Data Phänomen, Sie kennen das, das Stichwort. Dabei gibt es für mich drei Dinge, die im Grunde die Lösung sind. Zwei sind technisch, der dritte ist inhaltlich. Der erste, ich muss versuchen, die verschiedenen Profile erstmal zu integrieren. Und ich weiß aus ganz vielen Gesprächen, dass das schon eine riesen Aufgabe ist, eine riesen Herausforderung ist. Und ganz viele sagen, das schaffen wir nicht. Noch nicht. Zweitens, ich muss auch darüber hinaus die Social-Media-Daten integrieren mit meinen Kundendaten. Und ich weiß ebenfalls, dass das noch viel größere Probleme darstellt. Und es wird häufig, höre ich, das kann man nicht, das geht nicht. Und ich glaube, wir haben gefragt, was sind die Schlüsseldinge? Ich glaube, die Schlüsselherausforderung, um das hinzukriegen, ist nicht besonders tricky Algorithms zu haben, sondern einen Kunden zu haben, der sagt, ja, ich lasse dich das machen. Ich vertraue dir und ich vertraue dir vor allen Dingen dann, wenn das Ganze werthaltig ist, was du machst. Wenn ich irgendeinen Nutzen daraus habe, dass du das machst. Sei es, dass du mir bessere Produkte anbietest, dass du einen größeren Nutzen in jeder Hinsicht. Und ganz ehrlich, ganz viele Unternehmen haben da große Probleme. Die versuchen sehr, sehr trickreich zu sein, sehr clever zu sein, die Daten zusammenzuführen, die Grenzen des Erlaubten auszuloten. Das, glaube ich, ist nicht der Weg. Zweiter Bereich natürlich, Interaktion mit dem Kunden durch Social Media intensivieren. Das heißt, ich habe ja nun die Möglichkeit, mit dem Kunden individuell zu sprechen. Das kann man machen, wenn man wirklich erfolgreich sein will, wenn man das nutzen will. More open and two-way relationships with their customers by facilitating participation, dialogue and opt-in brand experiences. Hört sich super an. Und ich habe am Anfang in den Statements gelesen, das machen eigentlich schon alle. Und dann kann ich ja jetzt aufhören. Meine Erfahrung ist, sehr deckend mit dem hier, eine Studie von Fortune 100 Companies, wie viele erlauben überhaupt Fans was zu posten? In Europa 60%, wird ein paar mehr geworden sein, aber nicht viel mehr. Wie viel erlauben sozusagen Response-Posts? Und Sie sehen hier in Europa 51%. Das ist für mich die Realität und das hat sehr viel zu tun mit dem Bowling-Modell. Wenn wir unbegrenzte Mittel hätten, dann hätte ich Ihnen jetzt hier einen Flipperautomaten hingestellt und ihn mit einer Bowlingkugel zerstört. Aber Herr Friedersdorf sagte, nein, das können wir nicht tun. Okay, also muss ich das akzeptieren und einfach dieses Bild zeigen. Wie kann man das machen? Das ist ein schönes Beispiel aus den 2000ern. Robert Scoble, der vom Economist als Chief Humanizing Officer von Microsoft bezeichnet wurde. Schöne Bezeichnung, gerade mit Microsoft passt das ja nicht so richtig, aber deshalb wurde er herausgeholt. Jemand, der genau das gemacht hat, tatsächlich interaktiv diese Marke lebendig gemacht hat, dieses Unternehmen tatsächlich Antworten gegeben hat. Das ist nur ein Fall von manchen. Negativbeispiele gibt es viel mehr. Markenmanagement. Zentrale Herausforderung, hier 3 Stück. Erstens Monitoring. Die Daten sind, wie gesagt, sehr, sehr riesig. Sie sehen hier eine schöne Studie von Netbase, die einfach mal geguckt haben, welche Marken werden denn in Verbindung mit Shit gebracht. Und das ist nicht meine Studie. Und ich habe inzwischen gehört, dass sich BlackBerry, New York Times hat einen Artikel darüber geschrieben, dass sich BlackBerry-Nutzer schämen dafür, dass sie BlackBerrys haben und die verstecken. Hat die New York Times geschrieben. Und das ist ja sehr interessant. Ja, natürlich ist das in dem Fall relativ trivial und macht einen Punkt, das wussten die vorher auch schon. Aber das früh zu bekommen aus den Daten ist schon sehr interessant. Und das sind Public Studies, das ist nicht mal besonders intelligent. Moderieren, große Herausforderung in Bezug auf den aktiven Konsumenten ist, der will aktiv sein, der will mit meiner Marke basteln, der will das Logo verändern und so weiter. Wie kriege ich es hin, dass das Markenbild, das der User hat, mit dem er spielt, dem Soll-Image der Marke entspricht? Das ist eine der zentralen Herausforderungen. Sie kennen sicherlich die Procter & Gamble Old Spice Campaign. Ich will Ihnen das auch gar nicht zeigen, es wird aber gar keine Zeit dazu. Was ich Ihnen zeigen will, ist sehr nett, die Response-Campaign. Man hat also diesen Mann, diesen tollen Menschen dort generiert, alle lieben ihn und alle wollen was zu ihm sagen. Und dann hat man 3 Tage diesen Herrn eingeschlossen, mit ihm Response-Filme gedreht, 180 personalisierte YouTube-Videos, ja, als Ergebnis von Fragen, die von Usern gestellt worden sind. Und die hat die eben persönlich angesprochen. Das war ein Riesending. Ja, insgesamt, hier kann man ganz viele statistische Argumente nehmen, warum das toll war. Vor allen Dingen aber war es toll, weil er moderiert hat, weil er das Markenbild der User moderiert hat. Das ist für mich der Schlüssel dabei gewesen. Man hat nicht gesagt, jetzt spielt mal mit unserer Marke, macht mal, was immer ihr wollt, sondern man hat versucht, die Dominanz zu bewahren dort. Krisenmanagement, das ist das, was natürlich immer am häufigsten vorkommt. Die größten Ängste, Social Media, da sagt jemand was Schlimmes über uns. Was machen wir denn? Und meine Erfahrung ist, dass Unternehmen immer dann zu uns kommen, wenn sie so eine Erfahrung mal gehabt haben. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Wie gehe ich mit denen denn um? Ganz kurze Studie, ich weiß nicht, kennen Sie die? Ich will Ihnen nicht hier irgendwie die großen Dramen erzählen, sondern eine kleine Geschichte. ein Elsdorfer Unternehmen, das Hüpfburgen vermietet und das einem, er wollte eine Gruppe von Abiturienten für einen Abi-Scherz eine Hüpfburg mieten, hat gefragt, ob sie Sonderkonditionen bekommen. Und letztendlich haben die dann geantwortet, nee, danke, das machen wir nicht, wir machen keine Sachen und bieten das nicht Studenten an. So, da hat er gesagt, antwortet der Herr Lu, das ist der gute Herr hier oben, Herr Lu, scheinbar haben Sie mich nicht oder falsch verstanden, wir möchten nichts umsonst, sondern lediglich Konditionen zu der die zu der Veranstaltung des Abi-Scherzes passen. Wie Sie sicherlich wissen, werden viele potenzielle Kunden dort sein, auf der Hüpfburg ihre Werbung sehen. Wenn Sie für den Zeitraum keine andere Verwendung haben, wäre das totes Kapital und so weiter. So eigentlich ein sehr, sehr nettes, sehr intelligentes Mail. So wünsche ich mir unsere Abiturienten. So, Antwort des Unternehmens, hallo Herr Lu, die Antwort war nicht unfreundlich, sie war nur klar auf den Punkt gebracht. Battle-Anfragen werden mit entsprechenden Gegenantworten beantwortet. So einfach ist das. Ich darf Ihnen aber versichern, dass wir die Kunden von morgen sicherlich haben, weil wir in bestimmten Bereichen Alleinanbieter sind und obendrein auch noch traumhafte Preise anbieten können, wie wir wollen. Studenten waren noch nie unsere Kunden aus wirtschaftlichen Gründen und sollten diese denn irgendwann mal Geld verdienen, Klammer auf, 70% werden Hartz IV, werden ihre Anfrage nicht mehr so stellen wie Sie, weil sie dann in einer anderen Liga spielen. In gewissen gesellschaftlichen Schichten hat man nämlich einen anderen Umgangston, vor allem eine andere Zahlungsmoral. Als Bittsteller sind Sie nirgendwo gern gesehen und so weiter. So. Eschweiler, 10.000 Leute sharen, ja, 10.000 Leute sharen diese Nachricht. Der WDR berichtet darüber, genau über diese Geschichte. Und selbst Professor Hennig-Thurau auf seiner Seite sagt, so geht's nicht. So. Ja, das ist für mich das eigentliche Drama dahinter. Und jetzt können Sie sagen, ja, das haben wir alle vergessen. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, wenn Sie das einmal erlebt haben, Hüpfburg und ich irgendwann mal sowas mieten will oder so, daran denke ich, Eschweiler kommt nicht in Frage. Ja, so. Also das Ding ist, das Unternehmen hat übrigens die Möglichkeit bekommen, sich zu rechtfertigen, hat gesagt, nee, that's how we see the world. Okay. Was war es? Ich kann das generalisieren. Nur 42% der deutschen IT-Unternehmen haben einen Shitstorm-Plan. Das ist eine aktuelle Bitkom-Studie. Also das Problem ist tatsächlich da. Wir können natürlich, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie soll ich es lösen, das müssen wir diskutieren, aber das Problem ist ein großes. So, Potenzial von Social Commerce nutzen, da will ich nur 2 Slides zu machen. Wie kann ich mit Social Media verkaufen? Ja, großes Thema, ja, Hollywood Studios versuchen das alle möglichen und entdecken irgendwie, dass es nicht funktioniert. Alle schließen wieder. Die Kernfrage für mich ist, wann kann Selling on Facebook oder an anderen Social-Media-Kanälen, wann kann das einen Zusatznutzen bieten? Wenn ich das nicht kann, brauche ich es nicht zu machen. So. Und für mich ist das Bild, was wir haben, Facebook ist letztendlich, wenn Sie da verkaufen wollen, müssen Sie das Shopping-Mall-Bild aufzeichnen. Müssen Sie sagen, klassische Amerikaner, vielmehr noch die Amerikaner, da treffen sich die Leute, wo irgendwie in der Shopping Mall. Und dann trifft sich nicht zum Shoppen, sondern man trifft sich einfach dort. Und das Nette ist, wenn man da jetzt längs geht und Spaß hat, dann hat man einfach einen Vorteil, wenn man als Unternehmen in der Nähe ist, in dieser Mall, als wenn man irgendwie 10 Kilometer weg ist. Und das ist das, was ich meine. Ich kann, wenn ich Social Media Shopping, wenn ich Social Commerce erfolgreich machen will, dann muss ich erklären, dass ich sozusagen mit Freunden zusammen eine gute Zeit haben will. Das ist der einzige Gedanke, denn die Freunde sind bei Facebook nicht draußen irgendwo, nicht auf der H&M-Seite, sondern wenn, bei Facebook. Zweiter Aspekt ist natürlich, dass wenn ich gezielt suche, dann kann es helfen, wenn ich entsprechend die Freunde da habe, die mir entsprechende Empfehlungen geben können. Das ist eher so ein kognitiver Ansatz. Die Kernfrage ist, und da habe ich keine Antworten für Sie, für welche Produkte und Kundensegmente gilt das? Ja, für mich ist die Frage das Wichtige. Ich glaube nicht, dass es nicht geht. Ich glaube auch nicht, dass es geht, sondern die Frage ist tatsächlich, für wen, für welche Kunden und entsprechend für welche Produkte kann ich so einen Zusatznutzen generieren. Letzter Bereich, das Flipperspiel zur organisationsweiten Aufgabe machen. Sie erinnern sich daran, dass der äußere Rahmen, in dem Marketing immer eingebettet ist, ist der organisationale. Auch hier eine ganz kurze Story aus der FAZ. so ein ganz typischer Fall, den wir immer wieder haben, Krisen, Probleme, was passiert? Eine Kundin beschwert sich, sie hat eine viel zu hohe Abrechnung und überhaupt ist alles ätzend. Und das am Freitagnachmittag. Und jetzt, alles ist schiefgelaufen bei dieser Frau. Innerhalb einer Stunde antwortet Vodafone, alles super. Denkt man, Mitarbeiter gehen ins Wochenende. Und dann passiert's. Und dann verstehen ganz viele Leute, ja genau, so darf man dich nicht behandeln. Und regen sich wahnsinnig auf. Inzwischen 60.000 Likes, 6.000 Kommentare, ganz viele eigene Beschwerden und so weiter. Keiner merkt's. So, am Montagmorgen kommt der Pressesprecher und sagt, ach du Scheiße, was passiert denn da? Und reagiert. So, können wir jetzt darüber diskutieren, ist das eigentlich schlimm? Vielleicht lässt man das einfach geschehen. Erkenntnis von Vodafone, Backups kann man irgendwie nicht delegieren. Backups muss ich irgendwie in die Unternehmung integrieren. Ich muss das, was Sie am Anfang angesprochen haben, irgendwie kann ich zwar sagen, ja, Agentur macht das mal für uns, aber irgendwie muss ich denn Verknüpfung schaffen, natürlich zu dem Unternehmen. Und das ist die Frage, wie kann ich eigentlich implementieren? Und wir sehen 3 Schritte, wie man implementieren kann. Nicht notwendigerweise ist das mehr Implementieren für alle notwendig und sinnvoll. Es gibt auch Unternehmen, haben wir gestern darüber gesprochen, im Taxi, im Shuttle, darüber, dass es Unternehmen gibt, der mittelständische Bogenbauer war das, glaube ich, der einfach Social Media gar keinen Nutzen zieht. Der braucht auch keine Stufe 3 der Implementierung, aber andere schon. Stufe 1, und ich schätze mal, dass die meisten von Ihnen, wahrscheinlich sind Sie schon weiter, aber viele Unternehmen sind so, dass sie sagen, ja, da gibt es Marketing, Kundenservice, PR, die nutzen alle irgendwie Social Media, jeder hat seine projektbezogenen Ziele, oft wird das outgesourced, zwar komplett, koordiniert wird gar nichts, die Prozesse sind so, wie sie sind ansonsten, die kriegen ein bestimmtes Budget und let's do it und man probiert so ein bisschen rum. Zweiter Schritt ist dann eine Koordination, wo ich zumindest mal einen zentralisierten Hub generiere, der eben tatsächlich eine Koordination vornimmt. Dass ich das tue, was wir über Netbase gesehen haben, systematisches Monitoring aufbaue und ein Krisenmanagement implementiere. Dass ich Key Performance Indicators generiere, die Social Media betreffen und dass ich anfange, tatsächlich Prozesse neu zu strukturieren, nämlich, dass ich Mitarbeiter trainiere, wie man umgeht mit Social Media, dass ich Guidelines generiere. Und die höchste Schule, die höchste Kunst ist dann, was wir ein Company-Wide Integrated Social Media Strategy nennen. Wir sagen, letztendlich muss Social Media folgende Konsequenzen haben, wenn es wichtig ist für das Unternehmen, für die Wertschöpfung des Unternehmens. Dann muss ich Hierarchien anpassen, dann muss ich Strukturen anpassen, dann muss ich letztendlich die organisationalen Prozesse so verändern, dass Social Media im Bereich Organisationslernen eine Rolle spielt, dass ich Wissensmanagement generiere oder Wissensmanagementprozesse anpasse, dass ich auch die Kommunikation nicht nur zu Kunden, sondern auch zu anderen Stakeholdern der Organisation entsprechend über Social Media koordiniere und integriere. Und das ist für mich das Zentrale als letzter Punkt hier, dass ich verstehe, dass Social Media nicht ein weiteres Tool ist, sondern Werte transportiert. Dass es ganz spezielle Werte hat, nämlich der Kunde ist aktiv, ich will den Kunden integrieren. Social Media heißt Transparenz, heißt Interaktion, heißt Kooperation, heißt Offenheit. Wenn ich das nicht verstehe, ja, dann bleibt es ein weiterer Kanal, den ich nutze. Wenn ich aber diese Werte integriere, dann kann ich sozusagen, das ist für mich das Zentrale, dann kann ich eben davon sprechen, dass ich eine integrierte Social Media Strategy habe. So, ich glaube, meine Zeit läuft ab. Ich zeige Ihnen 3 Beispiele, wie man das macht. Das ist alles Dell. Dell ist sehr weit in diesem Bereich. Hat hier beispielsweise einen CLO, einen Chief Listening Officer geschaffen, deren Kernfunktion ist tatsächlich Social Media zu verstehen, Kundenartikulation zu verstehen, den Kunden sehr aktiv als Co-Produzenten einzubinden über Social Media Kanäle und sogar Anreizsysteme zu verändern. Eben der Kundenkontakt ist dort nicht mehr die Aufgabe von einigen wenigen, ja, sondern tatsächlich eine unternehmensweite Aufgabe. Dafür gibt es Zertifizierungsprogramme. Jeder, der dieses Zertifizierungsprogramm erfolgreich durchläuft, darf und soll mit Kunden kommunizieren. Das ist etwas, das ganz anders ist als alles, was ich von vielen Unternehmen kenne, wo ein Maulkorb dominant ist. Und eben, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter, die zertifiziert sind, dann, wenn sie wollen, darüber incentivieren, dass sie sagen, eure Anreize beinhalten entsprechende Customer Response Kennziffern. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das ist eine Teil der Arbeit, die wir am Social Media Think Lab machen. Das Think Lab basiert nicht zuletzt darauf, dass Sie uns helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Wir werden dann dafür bezahlt, ja, Antworten zu finden und weitere Fragen zu stellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön.